Haben wir da wirklich gerade... Ihr wisst schon? Klopf, klopf. Was denn jetzt noch? Ich wollte noch mal deinen Streichelzoo besuchen. Nein, danke. Ich... Hey! Was soll denn das? Menno, reg dich doch mal nicht auf. Ich wollte mir doch nur noch mal deine Tierchen angucken. Aber... Ruhig, Blut. Dann bin ich doch auch gleich wieder weg. Ich habe nämlich eine Idee... Ich Vollpfosten! Ich habe ja gar nichts dabei, um einen Abdruck zu machen. Ach, verdammte Scheiße. Entschuldigung, ich wollte natürlich sagen, niedliches Pelztier. Oh, wie... Na, nun mal aufhören. Machen Sie keinen Grund. So ein Pedo, Alter. Was? Und ich bist doch nicht. Ich weiß auch nicht. Manchmal. Naja. Keine Kurbel zum Auswerfen da. Dann macht ein Kurbelauswurfknopf wenig Sinn. Würde ich mal sagen. Irgendwas fehlt an diesem Wagenheber. Etwas zum Kurbeln. Und es müsste genau in diese Kurbelhalterung da passen. Was könnte das nur sein? Eine Kurbel, die man mit dem Kurbelauswurfknopf auswirft. Äffchen. Was für ein lustiges Äffchen. Ich bin kein Affe. Und es spricht. Kannst du noch andere Tricks? Ich kann dir dein Nasenbein ins Gehirn rammen, wenn du unbedingt willst. Boah. Ich dachte eigentlich sowas wie mit Köteln werfen oder so. Irgendwas Lustiges halt. Ja, das wäre schon lustig. Hagenheber. Äffchen. Was kostet es, das Äffchen tanzen zu sehen? 5 Slotti. Und wenn ich ihm eine Erdnuss mitbringe? Hey, ich bin kein Affe und der Preis ist nicht verhandelbar. Wow, es kann sprechen. Na gut, sagen wir 2 Erdnüsse. Wie man mit einer Drehorgel diese Melodie hinbekommt. Schön, einfach schön. Der Türsteher sieht ein wenig... Mit solchen Typen kann man nicht verhandeln. Die kennen nur eine einzige Sprache. Irisch. Irisch. Der Kerl wirkt zwar groß und bedrohlich, aber vielleicht steht er nur irgendwo drauf. Tja, du hast mich ertappt. Ha. Ich stehe auf einem Typen, der sich an mir vorbeischleichen wollte. Oh. Oh. Wo geht's denn hinten hin? Nee, warte mal, da wollen wir nicht hin. Da wollen wir nicht hin. Oh, die Kinder folgen uns. Ich hasse die Kinder. Ich hasse Kinder. Meine Güte. Alter, ich will diese Kinder nicht mit mir rumtragen. Meine Güte. Na, warte. Geh mal hier hoch. Na, kusch. So, ihr müsst mal da unten warten jetzt, weil ich mag euch nicht. Goon und June. Okay. Goon, alter Haudegen. Was machst du denn hier? Oh nein. Oh doch. Alles, nur das nicht. Ist das ein Freund von dir? Weit davon entfernt. Himmel, Goon. Warum bist du denn so schroff zu dem armen Mann? Er hat leider gute Gründe. Wir waren mal richtig dicke Kumpels. Was? Waren wir nicht? Wir hatten sogar ein Hip-Hop-Projekt am Laufen. Hatten wir nicht? Aber dann habe ich ihn einfach sitzen lassen. Ich mache mir bis heute die entsetzlichsten Vorwürfe. Wovon redest du denn da? Ich habe 3, in Worten, 3 verdammte Kreuze gemacht, als du endlich weg warst. Ja, ich weiß, du bist verbittert. Umso besser, dass wir uns wieder treffen. Ich habe so einiges wieder gut zu machen. Ich verstehe nur Seilbahnhof. Ha, wo habe ich nur meine Manieren gelassen? Du hast mich noch gar nicht deiner reizenden Begleiterin vorgestellt. Muss das sein? Aber gut. Na gut. June, das hier ist Rufus. Rufus, das hier ist June. Meine Freundin. Freut mich sehr, Rufus. Jetzt mal nicht so voreilig. Welche Stimme erkennen wir denn da? Das ist ja schön, dass er da mitmacht. Ach ja, die guten alten Zeiten, ne? Die langen Gespräche über soziales Gefälle. Ein wärmendes Lagerfeuer. Freestylen an der Kaimauer. Das ist doch gerade mal ein paar Tage her. Ja, das waren Zeiten. Du hast meinen Regenschirm kaputt gemacht und mich gezwungen, einen Stiefel zu essen. Klingt so, als hättet ihr Spaß gehabt. Spaß?
June, er ist komplett verrückt. Wir waren beide verrückt damals. Hat dir Gun nie von seinen legendären Streichen erzählt? Einmal. Da hat er sich als Penner verkleidet, um die armen Leute in den Slums zu ärgern. So war das doch gar nicht. Er hat sich sogar mit AA eingerieben, um genau so zu stinken wie die. June, glaub ihm kein Wort. Jetzt lass ihn doch mal ausreden. Es ist immerhin das erste Mal, dass ich einen deiner Freunde von früher kennenlerne. Er ist aber kein Freund von früher. Er war eher wie ein Wesen aus einem bizarren Paralleluniversum. Ja, solche Partys hatten wir damals auch. Ich glaube, er ist nicht sonderlich glücklich darüber, dass Rufus wieder da ist. Wäre ich aber auch nicht, ganz ehrlich. Also ich meine, ist es Rufus? Wie ist es dir ergangen? Mal sehen. Also abgesehen davon, dass ich eine chronische Lungenentzündung davongetragen habe und dass es wirklich wehgetan hat, als sie mir die Schnürsenkel mit einer Sonde aus dem Darm entfernen mussten, finde ich, dass ich es ganz gut getroffen habe. Ich habe June kennengelernt. Wir sind jetzt schon fast eine Woche zusammen. Und statt jetzt könnte ich nicht glücklicher sein. Nicht glücklicher? Der war gut. Habt ihr euch mal umgesehen? Hallo, ihr seid hier in der Gosse. Das ist uns egal. Hauptsache, wir haben uns. Aufhören, ich kann nicht mehr. Nein, sorry. Ich will mich nicht über das Elend anderer lustig machen. Wo ich mich doch so gebessert habe. Und das werde ich beweisen. Ich werde wieder gut machen, was ich dir angetan habe. Indem ich euch hier raushole. Jawohl. Da bin ich ja mal gespannt, ne? Und so weiter. Also ich, wie Rufus irgendwas jemals gut machen soll, nein. Ihr beide seid so richtig zusammen? So mit allem drum und dran? Knick, knack? Ja, wir sind zusammen. Es ist einfach perfekt. Wie ist es mit dir und dieser Goal? Auch super. Auch knickknack. Hat sie immer noch diese Beschwerden? Ich weiß nicht, wovon du redest. Naja, sie wurde doch manchmal urplötzlich so seltsam kindisch. Ach das. Sagen wir einfach, unsere Beziehung hat nochmal so richtig einen Neustart bekommen. Ja, würde ich jetzt auch so sagen. Ja, doch, ja. Und ihr lebt in der Kanalisation? Das ist ja furchtbar. Keine Sorge. Uns geht es gut. Wir sind glücklich. Nein, das geht so nicht. Ihr seid so tolle Leute. Ihr habt etwas Besseres verdient als ein Leben in der Kloake. Ein hübsches Stadthaus. Ach, was Haus, eine Villa. Die schönste Hausvilla für das schönste Paar von Portafisco. Oh, das hast du aber lieb gesagt. Wisst ihr was? Ich werde euch helfen. Nein, Rufus. Nein, wirklich. Wirklich, Rufus. Nicht helfen. Alles. Nur das nicht. Aber Gun, was ist denn los mit dir? Ich muss mich bei dir entschuldigen, Gun. Das letzte Mal habe ich dir ziemlich übel mitgespielt. Oh, ist das süß. Ich wünschte, ich könnte irgendwas tun, um das wieder gut zu machen. Du könntest einfach verschwinden und uns in Ruhe lassen. Gun, was ist denn nur in dich gefahren? Ist schon in Ordnung, June. Ich kann ja verstehen, dass dein Freund Ressentiments gegen mich hegt. Ich habe ihn in der Vergangenheit schwer enttäuscht. Es ist kein Wunder, dass er meine Entschuldigung nicht annehmen will. Ich werde wohl ewig mit meinem schlechten Gewissen leben müssen. Du wirst es überleben, fürchte ich. Gun, er hat sich entschuldigt. Jetzt sag schon was. Ist ja gut. Rufus, ich bin dir nicht böse. Was auch immer du mir angetan hast. Im Endeffekt hat es dazu geführt... Ja, es hat dazu geführt, dass ich June kennenlernen durfte. Und dafür bin ich tatsächlich dankbar. Ach, wenn es doch so einfach wäre. Aber ich spüre, dass ich noch etwas für euch tun muss, um es wirklich wieder gut zu machen. Was? Nein, nichts tun. Es ist gut, hörst du? Irgendetwas ganz, ganz Großes. Oh, Himmel. Ich bestehe darauf, euch umgehend eine Freude zu machen. Nicht doch, Rufus. Das ist wirklich nicht nötig. Wir sind glücklich, so wie es ist. Ja, klar. Glücklich im Rindstein. Ihr Spaßvögel. Nee, aber mal im Ernst. Ich habe schon ein paar Ideen, wie ich euer Leben radikal verbessern kann. Radikal? Oh, Hilfe. Was hast du vor? Sag ich nicht. Lasst euch einfach überraschen. Ist das nicht aufregend, Gun? Zitterst du etwa? Oh, halt mich.
Oh Gott. Ich glaube... Wir sehen uns. Bitte, bitte, bitte gib uns wenigstens genug Zeit, die Helme rauszusuchen. Ich glaube, Gun hat wirklich Angst. Schauen wir mal da raus. Huhu. Wo ist denn das? Rufus, bist du das? Ah. Nein, du spiegelst dich nur in einer Pfütze an der Bordsteinkante. Natürlich bin ich es. Warte mal, du bist in der Kanalisation gelandet? Du sitzt ja voll in der Scheiße. Wenigstens tue ich was Nützliches. Toilettentieftauchen. Toll. Ich habe Goal gefunden und weiß, wo die Nukleinsäure ist. Und was hast du geschafft? Ich habe meinen Mantel sauber gehalten. Hast du in deinem sauberen Mantel auch schon die Rebellen alarmiert? Noch nicht. Dafür habe ich Bozo getroffen. Leider ist er nun wirklich keine große Hilfe. Und das ist eine Neuigkeit? Nee, das nicht. Auf jeden Fall ist es gut zu wissen, dass wir uns durch dieses Gitter hindurch austauschen können. Ja, das könnte noch nützlich werden. Ich könnte dir Gegenstände nach unten reichen. Ach, es wäre doch zu schön, wenn es dafür ein neues Interface-Element gäbe. Boah, ich bin beeindruckt. Mensch, toll, du. Ich hoffe, es funktioniert auch andersrum. Na schön, ich guck mich dann mal weiter um. Vielleicht finde ich ein bisschen Klopapier für dich. Wenn du die Wahl hast, nimm das dreilagige mit den Luftpolstern. Oh, ein neues Interface-Element. Okay. Warte. Wait. Das ist ja super. Oh, ist das ja toll. Okay. Wir machen ein... Teamwork, yeah. Wir machen mal... Genau das. Moment. Wechseln jetzt auf den Rufus und gehen nochmal in die Pedohöhle. Ja, ist so. Muss man ja so sagen. Vorsicht! Die Sprecherrolle sollte man übrigens erkannt haben von Gun. Ist dieselbe wie im letzten Teil. Ist, finde ich, ganz schön, dass der Mensch da mitmacht. Klopf, klopf. Ja. Was denn jetzt noch? Ich wollte noch mal deinen Streichelzoo besuchen. Nein, danke. Hey! Was soll denn das? Wenn du richtig... Ruhe, bin ich... Okay. Jetzt nehmen wir nämlich das Schwer... Nein, nur mal langsam. Aufhören, machen Sie das hier. Kein Grund gleich... So, Und? Haben Sie... Ah. Was zur... Ach ja? Und was soll das bitte darstellen? Ich weiß nicht, ob ich es gerade richtig gesehen habe, aber, Ich habe gerade so ein bisschen so Gänsehaut, oh Gott. Ein kuscheliges Wollschnabeltier. Ach ja? Meines Wissens gibt es Wollschnabeltiere nur in Australien und Schottland. Ah, naja, vielleicht war es auch was anderes. Ein niedlicher Welpe. Ach ja? Was für eine Rasse? Oha, Dackel. Haben die nicht eine viel kürzere Schnauze? Ah, naja, vielleicht... Alter, dieser Besserwisser... Ich bring ihn um. Boah. Ein entzückendes Miezekätzchen. Ach ja? Ja. Hier ist der Kopf und da ist hinten. Und was ist das da? Schnurrhaare. Am Hinterteil? Ah, naja, vielleicht war es auch was anderes. Oh, weißt du... Jetzt aufs Real Life bezogen. Ich hasse nichts mehr als Kinder, die Besserwisser sind. Boah, da könnte ich... Wollte ich nur mal gesagt haben. Ein possierliches Vögelein. Das soll ein Vögelchen sein? Na klar. Guck doch mal genau hin. Hier sind die Flügel. Hier die... Naja, die sind da halt. Jedenfalls ein Vögelchen. Ein Vögelchen. Rusty! Piss mich nicht an. So, wir gehen zurück. Nee, wir gehen nicht zurück. Doch, wir gehen zurück, also quasi. So. Okay. Abdruck. Hier hin. Jetzt gehen wir hier hin. Ich bleibe dabei. Jedenfalls ein Vögelchen. Woher weißt du das denn? Wie sieht... Also, keine Ahnung. Wir gehen zum Rebellenlager.
Wie viel Zeit haben wir denn eigentlich? Ach, wir haben noch so zwei, drei Minuten haben wir noch. Ich feiere die Musik ja immer noch so. Naja, so war das jetzt gar nicht machen. Ich muss davon mal auf YouTube vielleicht mal eine Version suchen, ob das so gibt. Würde ich so gern so hören. Mal so, weißt du? Ich habe das richtige Motiv für eure Einheit gefunden. Hier. Hey, das ist gar nicht schlecht. Das sieht irgendwie heftig aus. Das kann man wohl sagen. Ein heftiges Vögelein, ihr Weichkuchen. Was auch immer es ist. Du hast das passende Motiv für unser Squad-Emblem gefunden. Es kann also losgehen. Sicher, dass du zusehen willst? So eine Tätowierung ist nichts für sanfte Gemüter. Sanfte Gemüter? Ich glaub ja wohl, es hackt. Wie du willst. Sanfte Gemüter. Puh, ich glaub's ja nicht. Ich habe mir schon mit heißen Nadeln in Körperteile gestochen von Dingen. Lol. Okay. Schau an. Es war so langweilig, dass ich glatt eingeschlafen bin. Okay, hier kommen wir jetzt auch hin. Wo gehen wir denn zuerst hin? Ich glaube, wir gehen mal hier rein. Ja, das klingt gut. Hey, kein Zutritt für Zivilisten. Ich bin kein Zivilist. Ich gehöre zum Widerstand. Weswegen du mich nebenbei gesagt auch zum Tor begleiten wolltest. Tja, Pech gehabt. Ich habe neue Befehle. Ich soll den Funk überwachen und eventuelle Nachrichten von der Front einholen. Nun, ich habe hier eine Nachricht von vorderster Front. Ich muss ins Rebellenlager, und zwar pronto. Dann sprich mit dem Major. Sie legt hier die Prioritäten fest. Ha, worauf du ein... Moment mal. Das ist doch kein Major. Das ist nur Toni. Du kennst Major T? Das ist meine Ex-Freundin. Ich sehe, sie hat sich nicht nur beruflich verbessert. Die ist aber tough drauf. Okay, jetzt sehen wir Toni wieder. Ich hab ja schon, ne? Und so. Überraschung. Rufus, schön dich zu sehen. Ja, ja. Und deine Mutter riecht nach... Warte mal. Was ist es, mich zu sehen? Schön? Ja. Ich hatte schon Angst, dir sei etwas zugestoßen. Was ist denn mit dir los? Irgendwas ist anders. Hast du eine neue Frisur? Fast. Einen neuen Therapeuten. Was ist denn mit ihr passiert? Toni. Ah, Rufus, setz dich doch. Ich... bin ja völlig aus dem Häuschen. Meine Sprache war ab... Verstehst du? Man verabschiedet sich alles. Gott, oh Gott. Völlig überrascht. Ich muss mit diesem neuen General sprechen. Kannst du mich durchs Tor bringen? Ich könnte, aber ich werde nicht. Ich muss erst meine Meditationsübung abschließen. Bitte was? Heißt das, du willst hier einfach nur rumsitzen? Möglicherweise leitet der Organon gerade jetzt die Sprengung des Planeten ein. Solange das letzte Hochboot noch am Aufstiegszoll vor Anker liegt? Unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich, unwahrscheinlich. Sagst du das auch noch, wenn sich die ganze Umgebung hier plötzlich in ein flammendes Fiasko verwandelt? Oh, das war aber unwahrscheinlich. Du meinst wie du damals, bei deinem Versuch, Blei in Blechblasinstrumente zu verwandeln? Das war erstens was anderes und zweitens hätte es funktioniert, wenn ich das hohe Fis getroffen hätte. Ach, Rufus, entspann dich einfach. Wir haben hier alles im Griff. Der General hat einen Plan. Okay. Ich möchte eigentlich nur ins Lager. Ich möchte eigentlich gar nicht mit dir reden. Aber gut. Komm schon, Toni. Ich will doch nur ins Lager. Und ich sage, du hältst dich besser da raus. Wir haben hier alles im Griff. Der General hat also einen Plan. Was soll denn das für ein Plan sein, so ganz ohne mich? Das ist geheim. Aber ich bin der Anführer. Du warst der Anführer. Wir haben jetzt einen neuen General. Neuer General, neuer Schmeneral. Ihr habt ja nicht einmal mehr einen Krieg. Ich meine, wo ist die ganze Action? Die Explosionen, die Verstümmelten, die brennenden Häuschen. Wie gesagt, wir haben jetzt einen neuen General. Was hat es mit diesem geheimen Plan auf sich? Das ist geheim. Du erwartest doch nicht, dass ich das einfach so schlucke. Ich habe damals auch nicht erwartet, dass du den ganzen Liter Farbverdünner schluckst. Wo doch jeder weiß, dass das Zeug direkt das Gehirn angreift. Ja, das war cool.